Herzlich willkommen, liebe Kryptonauten, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe der Charttechnik. Heute befassen wir uns mal mit dem Ascending Broadening Wedge und ich möchte euch erklären, wie man das traden kann, wie es entsteht und worauf wir einfach achten müssen. Dazu springen wir einfach kurz in den Chart. Das ist unser Ascending Broadening Wedge. Aufsteigender, aufweitender Keil formt sich wie folgt. Wir haben vorweg immer eine bullische grüne Kerze, das ist diese hier. Und nach diesem Aufstieg nach oben haben wir diese Unterstützungslinie und diese Widerstandslinie hier oben. Und dort drin bewegt sich der Kurs quasi nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Also er kann natürlich auch immer so ein bisschen weiter und weiter und weiter gehen, aber irgendwann sollte er nach unten ausbrechen. Die Wahrscheinlichkeit dazu liegt bei 70%. Wenn ihr das seht und natürlich auch noch signifikante Punkte hier oben, bei Bitcoin waren es jetzt 43.000, das hinzukommen, ja, können wir sagen, okay, alles klar, wenn der Kurs irgendwann diese Unterstützungslinie nach unten durchbricht, können wir das traden. Das heißt, wir setzen hier unseren Entry und gucken natürlich mal, wie weit unser Preisziel ist. Dazu nehmen wir wieder den Pfeil. Sagen, okay, höchster Punkt quasi so, setzen den Pfeil hier rein. Den machen wir jetzt auch gleich mal richtig schön grün und vielleicht ein bisschen dicker. So. Und dann können wir sagen, wir setzen den natürlich unter den Ausbruchspunkt oder an diese Unterstützungslinie, weil das der Ausbruchspunkt ist. Und sehen natürlich relativ schnell, dass wir in diesem Chart-Pattern dann ein Ausbruchsziel haben hier ungefähr von 39.900 von 43.000. Ja, das heißt, wir fangen hier an. Wie gesagt, das ist unsere Entry. Stop Loss können wir eigentlich wieder an signifikante Kanten setzen oder ohne. Und dann machen wir Take Profit hier unten. So, dann haben wir einen Trade, der in unserem Falle dann quasi 1429 oder 1400 Dollar betrifft oder 3,45% am Kurs. Und das wird getradet, quasi der Ausbruch hier nach unten bei diesem Ascending Broadening Wedge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Lasst ein Like da, einen Daumen, haut gerne in den Kommentar rein, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.